Sorry, kann ich von dir vielleicht eine Zigarette schnorren? Sommerliches Outfit. Scusi. Willst du Tabak oder willst du Chick? Die Zigarette will ich vorher nehmen. Seh ich ein. Du schaust mir immer gerade frisch aus zum Wurzeln. Das ist vielleicht auch ein Feuersinn. Natürlich. Feuer. Super. Alles gut bei dir? Haben sie dich ins Wasser gehauen? Mhm. Ey, ich bin auf einer scheiß Parkbank gerade aufgewacht, Alter. Ich komm, ich hab nichts an. Alter. Ey, was ist los? Und du? Willst du Bier? Ja. So geil. Dankeschön. Cheers. Fabian. Fabio. Cheers. Magst du mein Hemd haben? Ich weiß, ich find's ja schick, aber ich weiß nicht, ob das allen so geht. Magst du dich aber so zudecken? Ist ja voll geil. Ist ja mega lässig. Super lässig. Vielen Dank. So? Schick. Ey, sag mal, ich wohne 2 Minuten von hier. Magst du mich kurz mit begleiten irgendwie bis vor die Haustüre und dann gebe ich dir dein Hemd zurück? Das sicher. Voll gut. Ja. Hey, du weißt du was, kann ich mein Handy vielleicht ein bisschen bei dir aufladen? Ja, voll easy. Ich brauche ein bisschen Akku, ich muss schauen, wann mein Zug geht. Voll gut. Kein Stress. Cool. Was für ein Zug? Wo fährst du hin? Nach Wien. Nach in die Wien? Heimat. Du bist auf Besuch hier von Wien? Oder? Ich bin auf Besuch, genau, ja. Ich habe ein Mädel besucht. Ich wollte was mit dir haben, aber das hat nicht ganz hingehört. Warum? Ich weiß nicht. Also zuerst waren ihre Signale nicht so in die Richtung. Ne? Okay. Dann habe ich halt was mit ihrer Freundin gemacht. Und dann? Dann hat's mich rausgehört, weil das hat sie nicht mehr so gut. Das hat sie nicht gut gefunden, ich weiß es nicht. Aber es ist nicht deine Freundin. Nein, okay. Überhaupt nicht. Aber ich weiß es, sie hat meinem Charme nicht widerstehen können, glaube ich. Nicht widerstehen können. Warum wohl? Ja, der Wiener Schmäh. Der Wiener Schmäh. Verstehst? Du meinst jetzt nicht immer. Und jetzt wanderst du hier alleine rum? Und ja, ich warte halt, ich weiß nicht. Ich werde den letzten Tag genießen. Okay. Und dann trinkt man den Fabian. Oh, da links. Okay. Links. Guck, da oben wohne ich. Mit 9 anderen in der WG. Da oben? Da oben ist es gleich. Also nicht mal 2 Minuten. Es ist vielleicht, weiß ich nicht, 1 Minute. Ich bin mega durch. Es tut mir voll leid. Du bist ein bisschen durch, ja? Ja, es tut mir mega leid. Ey, sag mal, hast du ein Ladekabel auch für mich? Ich glaube, ich habe eins verloren. Ja, können wir gucken, auf jeden Fall. Das wäre doch toll. Mal hier? Mhm. Mal gucken, ob jemand daheim ist oder nicht. Ich glaube, da hast du noch nicht oft genug geläutet. Das kann sein, ja. Ich hoffe, es ist jemand daheim. Ja. Na
schaut leer aus. Nee, es schaut leer aus. Weiß ich nicht, sonst müssen wir rufen vielleicht. Irgendjemand kommt. Irgendjemand kommt. Die Claire. Wollen wir die Zigarette müssen wir ausmachen? Hallo. Was ist mit dir los? Ich bin ein bisschen krank, ne? Ich habe jemanden mitgebracht, das ist Fabio. Enchanté. Hi. Fabio. Claire. Können wir kurz reden? Kann ich erst schnell auf Toilette gehen und mir die Hose anziehen? Ja, kurz. Gleich ready. Ist das gut? Kannst du dem jungen Herrn noch vielleicht in die Küche führen oder sowas? Und dann bin ich. Setz! Wasser trinken, oder nicht? Ja, ich hab hier nur Bier vergessen. Was? Ich hab mein Bier vergessen. Ah, okay, ganz wichtig. Oh. Ey, ich hab jemanden kennengelernt. Also jemanden getroffen, sag ich. Okay, nichts Neues. Nee. Ja, das ist schon in deinem Zimmer. Nee, ein Typ. Also ein Kollegen, der hat. Der da, oder was? Ja, das ist Fabio, der hat mir sein Herz. Moin. Hallo. Hi. Das ist Paul oder das hey, ist Fabio. Fabio. Hey, Fabio. Fabio, willst du auch was trinken? Ich habe mich schon bedient, danke. Du hast dich schon bedient. Super. Alter, ich bin gerade auf einer verschissenen Parkbank aufgewacht. Und voll daneben. Ich habe nicht mal eine Hose an. Ich habe gar nichts. Das ist voll daneben. Was habt ihr denn zu zweit auf der Parkbank gemacht? Nee, ich habe ihn dann auf einer anderen Parkbank getroffen und eine Zigarette angeschnappt. Trink mal erstmal ein bisschen Wasser. Ja, ich trinke das Bier schon. Ja, trink mal erstmal ein bisschen Wasser. Ja. Ich könnte sonst auch noch helfen, gell? Ja, trink du mal. Was ist denn los? Was war denn los, Mann? Ja? Was da gestern wieder los war? Alter, was fragst du mich das? Mann, ich komme gerade erst an. Was soll ich? Ich habe keine Ahnung von gestern. Was haben wir gestern gemacht? Wir waren hier. Dann waren wir feiern und was ist dann passiert? Ein Rätselspiel. Was ist dann passiert? Keine Ahnung, ich hab mega. Komm, ich geb dir mal einen Tipp. Eine Nase? Ihr habt zu viel Koks gezogen. Nein. Das wird's erklären, oder? Keine, was Nase? Max? Was Max? Du hast deinem Bruder die Nase gebrochen. Ach, erzähl mir nicht so eine Scheiße. Ich hab doch meinem Bruder nicht die Nase gebrochen. Was für. Kein. Das ist Ernst jetzt, ne? Ich habe einen Witz erzählt und du hast mal wieder über die Stränge geschlagen. Weißt du, schön wie deine komplette Show abgezogen. Weißt du, erst brichst du dir die Nase und was machst du vorher? Was hast du vorher gemacht? Erinnerst du dich ein bisschen? Wen habe ich noch mitgenommen? Meine Freundin, ihre Schwester. Und wen hast du angegraben? Weiß ich nicht. Ja, alle beide. Ja, sorry. Ja, wieder der Besoffene, super lustig. Ne? Du findest auch richtig witzig, ne? Naja, ich weiß nicht, der Kerl erlebt was, oder? Was mit Max? Ja, wie was mit Max? Meld ich mal bei dem. Keine Ahnung, die waren im Krankenhaus. Ja, wie soll ich mich, ich hab nicht mein Handy, wie soll ich mich melden, Alter? Kann ich mir vielleicht erst meine Hose anziehen und dann weiter? Zieh dir mal eine Hose an. Ja. Was mit meinem Kollegen jetzt? Weiß ich nicht, kannst du ihm, er braucht ein Ladekabel, kannst du ihm. Du brauchst ein Ladekabel? Ich hätte gerne ein Ladekabel. Hier brauchst du das Hemd noch? Hier. Ganz lieb, danke. Dankeschön. Sei ein bisschen gastfreundlich, Paolo, komm, wir sind nette Leute. Was essen? Brauchst du eine Massage oder sowas noch? Thank you.
Ja. Ich komm später noch. Ja. Was ist denn los? Reden, reden, reden. Ich kann mit mir reden, ich hab keine Hose an, was soll ich? Ich hab nichts zu sagen. Solltest du vielleicht mal einen anziehen? Ja, ich zieh mir eine scheiß Hose an. Fresh in you. Alles klar bei dir? Ja, ein bisschen fertig halt. Mit hier, was ist los? Ja. Alter, bist du bescheuert? Was willst du in meinen Sachen rum? Spinnst du? Ich hab nicht rumgewühlt. Was, du hast nicht rumgewühlt? Was ist das? Ich hab aufgeräumt. Sorry. Was? Willst du reden? Hey. Weiß Lila davon? Sonst irgendwie. Du? Du weißt, dass ich für dich da bin, ja? Ich weiß, dass es dir gut geht. Oh Mann, ey. Was machst du für Sachen? Hm? Was ist dein verficktes Problem? Hey, was ist dein Problem? Alter, bitte scheiße! Ich hab einfach eine reingehauen gestern Abend. Was ist dein Problem? Okay, Alter? Jetzt geht auseinander und rede normal. Ja, red mal mit dem. Was ist mit dir los eigentlich? Hey, ey, chill! Fickst du mit meiner Freundin, ha? Mach ich nichts mit meiner Freundin, du Wichser. Du bist doch der Ficker hier. Verpiss dich aus meinem Scheißzimmer. Verpiss dich. Weg. Ab. Kerst mit Lila. Wo ist sie? Steht oben. Was ist denn das? Was? Was das ist? Hä? Na, habt ihr... Nein? Was ist dein Problem? Hey, warte jetzt, ich muss kurz mit dir reden. Hey, Max, warte jetzt mal kurz. Ja, ich... Du hast was getrunken. Ich mach ganz schnell. Lila! Fick dich hart! Was ist denn Fass los, mich nicht an! Was ist denn du bist los? So eine scheiß Flusche! Du bist so ein Scheißkerl! Was ist denn los? Halt deine Fresse! Mann, ey! Wie dumm bist du eigentlich? Ja, wie dumm bin ich eigentlich? Du schlägst Max einen in die Fresse! Ja, ist doch in Ordnung! Deinem eigenen Bruder, wie behindert bist du eigentlich geworden, ne? Völlig! Schwerstbehindert! 100% schwerstbehindert! Kann ich eine Zigarette haben? Nimm dir eine!
ist leer. Lucy. Was? Kannst du dich bitte mal erklären? Kannst du dich? Hattest du einen schönen Abend, Lila? Oh ja, der war richtig schön. Ja, war, ja, war richtig schön. War richtig schön? Im Krankenhaus. Spaß? Ja, hattest du Spaß mit Max? War es gut? Ja, es war richtig war schön. War richtig gut? Ja, war richtig gut. Ja, wir haben rumgevögelt. Ja. Da. Doktorspielchen. Da. Hast du ja, dich wieder ja, schön genau. Ja, Doktorspielchen. Im Krankenhaus. Schön. Ey, du bist echt so dumm. Naja, aber das freut mich für dich. Ja. Ach, schön. Schön. Dann erklär mir mal, warum du die ganze Zeit irgendeinen Scheiß laberst, nicht mehr mit mir redest. Alter, ich rede und die ganze Zeit mit Claire irgendwie rumlaberst. Ich rede doch gerade mit dir. Kannst du dich mal bitte auf mich konzentrieren, ja, und mir erklären, was los ist? Setz dich doch einfach hin. Was? Was? Was, was? Kannst du mir bitte mal sagen, was los ist? Ich hab keinen Bock mehr. Du nervst mich so krass. Kann ich mit meiner Freundin bitte erst reden? Nein, lass uns nee, besser zusammen. Hey, ich rede erst mal mit meiner Freundin. Kann ich bitte mit meiner Freundin reden? Worüber müssen wir reden? Okay, es gab eine kleine Sache. Was? Was? Ich nein, jetzt chill mal. Wir müssen, ich habe mit Max geredet. Wir sind der Meinung, dass... Sagen Sie gleich jetzt chill mal. Was denn? Also, kann mir bitte sein? Was nur muss ich hier einfach erklären? Weil alles... Verdammt, das ist Schnauze, Mann! Mm-hmm.